Schön, dass so viele den Vortrag spannend finden, sich vielleicht auch ein bisschen einfach ausruhen hier an der Stelle. Ich möchte Sie ein Stück mitnehmen in den Bereich Unternehmensführung, Apothekenführung und mit Ihnen ein paar neue Gedanken teilen, die wir uns im Laufe des letzten Jahres gemacht haben und die dann dazu geführt haben, dass wir ein neues Produkt in den Markt einführen, von dem wir eigentlich glauben, dass es den Apothekern ganz, ganz, ganz viele neue Dinge insgesamt bringt. Zunächst möchte ich einen ganz kurzen Schwenk machen zu einer gewissen Historie von 10 Jahren, die es in diesem Markt mittlerweile Management-Informationssysteme gibt. Cubes der ersten Stunde sind heute noch aktiv, werden heute noch vielfach genutzt in vielen Bereichen. Aber mittlerweile hat sich vielleicht die Welt so weit geändert, dass es einfach mal wieder Zeit ist für etwas Neues. Wir nennen das CGM Metis, komme ich später noch ein Stück weit mit dazu. Das ist einfach eine technische Plattform, um die Unternehmensinformationen konzentriert darzustellen. Und das, was wir festgestellt haben, was eigentlich das Wertvollste ist an dem ganzen Programm, ist das Zwischenmenschliche, was eine Partnerplattform an der Stelle ergibt, nämlich unser Partnerkonzept. Und ich bin auch ganz froh, dass wir ganz viele Partner gewinnen konnten, hier mit uns gemeinsam auf der Expoform zu sein. Die Folie letztens kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Es ist nichts Neues. Das Apothekenumfeld befindet sich im Wandel. Das wird sich auch immer im Wandel befinden, weil sich die Demografie ändert. Ein Arzt kommt und geht. Ein Einkaufszentrum wird größer, erfolgreicher. Andere Geschäfte ziehen ein. Oder insgesamt auch einfach nur die Innenstadtlagen verändern sich. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Apotheke. Über Gesetze braucht man hier niemandem was zu erzählen. Es verändern sich viele Dinge, Rabattverträge, so als das klassische Hilfsmittelverträge an der Stelle, aber natürlich auf der anderen Seite auch steuerrechtliche Dinge, was das ganze Unternehmensgefüge Apotheke wieder ein Stück komplizierter macht. Auf der anderen Seite verändern sich aber auch die Umfelder am Hintergrund einer Apotheke, sprich Lieferanten. Es gibt Lieferdefekte, mit denen man umgehen muss, die man optimieren muss. Die Konditionenmodelle werden komplexer. Das heißt, plötzlich hat man ein sehr komplexes Optimierungsproblem, wenn man am Ende des Tages seine Patienten wunderbar bedienen will. Und last but not least sind natürlich auch der Wettbewerb wird insgesamt intensiver. Das ist der Kollege um die Ecke, der tolle neue Ideen hat, Sie selber, die Sie tolle neue Ideen haben und natürlich hin und wieder auch der ein oder andere im Internet. Kurzum, man muss sich einfach an allen Stellen wie ein Unternehmer verhalten und seine Apotheke führen. Ein wesentlicher Punkt, um seine Apotheke führen zu können und den nächsten Schritt zu tun, ist natürlich zu wissen, wo man steht. An der Stelle, das haben in den letzten Jahren sehr intensiv die verschiedensten Cubes, MES-Systeme gemacht, die Sie von allen Softwareanbietern kennen und die ja zum Glück auch miteinander kompatibel sind, dass man eben nicht da bei einem Hersteller ein Stück weit gefangen ist. Die Basis dafür ist immer gewesen, wir machen ganz viel in den Warenwirtschaftssystemen, jeder Vorgang wird aufgezeichnet, jeder Vorgang wird in diesen Informationssystemen gespeichert und wieder zur Verfügung gestellt. Dadurch sind große Datenmengen entstanden, dadurch ist sehr viel Kenntnis entstanden über das Tagesgeschäft und nach hinten gucken können wir insgesamt sehr gut. Interessanterweise sind da vor 10 Jahren Dinge entstanden, die man dann heute neudeutsch Cloud-Lösungen nennt. Das heißt, die meisten Dinge sind schon webbasiert, können mit großen, komplexen IT-Strukturen Sachen vergleichen, was Sie in der Apotheke nie und nimmer betreiben könnten. Was ist rausgekommen in dieser ersten Generation? Die Daten wurden optimiert und es gibt eine ganze, ganze, ganze große Zahl von fest definierten Reports. Das heißt, alle sehen letzten Endes insgesamt das Gleiche. Aus 10 Reports wurden 20, 50, 60, also hat man Cockpits eingeführt, um es zusammenzubringen. Und natürlich kam immer wieder der Wunsch auf, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Individuelle Reports sind heute dahingehend Standard, dass man zum Hersteller geht, den beauftragt, eine große Summe Geld bezahlt und dann am Ende des Tages, wenige Wochen später, dann schon sein Ergebnis kriegt. Sie müssen eben programmiert werden. Das ist aber nicht genug. Das reicht nicht mehr aus, wenn ich heute als Apotheker Sachen anders machen will als mein Kollege. Und es reicht auch nicht mehr aus für das Wissen und die Kenntnisse, die Apotheker mittlerweile haben. 20 Jahre waren Wirtschaftssysteme. Sie alle haben mittlerweile eine große Affinität zum Umgang mit der IT. Aber mittlerweile nicht mehr nur zum Server, sondern insbesondere auch zu modernen Technologien, vom Smartphone über Tablet, Internet. All diese Dinge sind Ihnen geläufig, Excel so und so. Das heißt, Sie sind eigentlich in der Lage, viel, viel mehr zu machen, als einfach nur auf ein Blatt Papier und ein elektronisches Blatt Papier zu gucken.
Gleichzeitig wird natürlich auch der Apothekenbetrieb selber professioneller. Sie machen Zielvereinbarungen mit ihren Mitarbeitern. Sie teilen die Verantwortung, sie delegieren Dinge, sie lassen Leute selbstständiger arbeiten, was ihre Mitarbeiter sehr schätzen. Gleichzeitig natürlich geben sie an der Stelle auch die Notwendigkeit an die Hand, entsprechend Informationen sich zu besorgen, dass eben ihre Kolleginnen und Kollegen entsprechend hier agieren können. Filialstrukturen, Kooperationen, all das macht das Bild insgesamt komplexer und professioneller, was die Anforderungen an Informationen entsprechend enorm steigert. Auf der anderen Seite natürlich Kosten sparen, sagt jeder, gibt es ständig in dem ganzen Bereich. Das heißt, die wirtschaftlichen Zwänge verschiedenster Art steigen insgesamt auch. Die Apotheke ist eben schon lange keine Lizenz zum Gelddrucken mehr, sondern es ist ein wirtschaftliches Unternehmen, was von der Kreativität und dem Einsatz der Mitarbeiter und Kollegen insgesamt lebt und profitiert. Gleichzeitig werden die Risiken größer, insgesamt die Notwendigkeit einfach da, effizient zu entscheiden. Auch vorausschauend mal nach morgen zu blicken und nicht einfach nur zu sagen, was ich die letzten 3 Monate bestellt habe, das wird auch für die nächsten 3 Monate gut sein, das reicht heute insgesamt nicht aus. Und da passt es einfach nicht, dass die Informationssysteme Stand heute geschlossene Systeme sind. Sie kriegen genau die Informationen raus, genau die Fragestellungen, die sich die Entwickler vor 5 oder 10 Jahren oder vielleicht auch vor 1 Jahr entsprechend gestellt haben. Und gerade kreative Apotheker mit neuen Ideen, die viel näher dran sind als wir Softwarehäuser, haben neue Fragen, auf die sie letzten Endes Antworten haben wollen und wo sie sehen wollen, wie sich die Information verhält, wie sich ihre Idee mit der Wirklichkeit verhält, um da einfach einen Check an der Stelle zu haben. Auch geht es längst über die wahren Wirtschaftssysteme hinaus. Es geht nicht mehr nur um Einkauf und den Abverkauf am HV am Ende des Tages. Es geht auch, wie wirkt mein Flyer? War der aktiv? War der gut? Wie wirkt sich die Aktivität meines Konkurrenten aus? Was mache ich mit meiner Homepage im Internet? Und da gibt es eine Vielzahl Dinge, wo Sie eigentlich zusätzliche Informationen bräuchten, die zusammengeführt werden muss mit der Lagerhaltung, um eben sagen zu können, wie Sie Ihre Apotheke entsprechend Ihrem Charakter und Ihrer Zielsetzung führen können. Und das ist genau der Grund, warum wir uns hingesetzt haben und unser eigenes MES betrachtet haben und es dann von Grund auf letzten Endes überarbeitet haben, um es in eine neue Generation zu bringen. Unser Ziel ist es und unser Anspruch ist es, dynamische und erfolgsorientierte Apotheker zu erreichen. Das sind genau die, von denen ich gerade gesagt habe, die neue Ideen haben, die ausbrechen aus dem Standard, die dann auch herausfordernd sind für eine IT. Und genau die wollen wir entsprechend erreichen, weil das die sind, die mehr erreichen wollen, die Potenziale ausschöpfen wollen, diese Kreativität einfach in diesen Beruf zurückbringen zum Wohle der Patienten und natürlich auch zum Wohle der Apotheke. Das sind natürlich auch Menschen, die mit Begeisterung dabei sind. Deswegen wollen wir, dass CGM Metis insgesamt auch Inspiration ist, begeistert. Es muss Spaß machen, damit zu arbeiten und nicht einfach eine Last sein. Und das Ganze ist natürlich nur spannend, wenn Sie als erfolgsorientierter Unternehmer gucken Sie nach vorne. Zurückgucken muss man irgendwie, man muss einen Report machen, aber das Spannende liegt vor einem. Deswegen haben wir Metis so gestaltet, dass es eben selber auch in der Lage ist, vorauszuschauen, nach vorne zu gucken, Ihnen Möglichkeiten zu geben, eben ein Stück weit in die Kristallkugel hineinzuschauen. Und deswegen auch der Name Metis mag einigen von Ihnen bekannt sein, ist eine Geliebte des Zeus. Sie steht für Weisheit insgesamt. Und das ist auch unser Anspruch, dass wir nicht einfach nur Zahlen präsentieren und davon möglichst viel, sondern wir wollen Weisheit geben und wir wollen auch die Weisheit in dem Zusammenspiel zwischen der EDV und den handelnden Personen inspirieren. Also Weisheit für die Zukunft ist das, was wir hier erreichen wollen. Schauen wir uns das Ganze an. Das erste Wichtige, was wir gelernt haben, ist, man kann das nicht so machen, den Apothekenbetrieb auf der einen Seite und daneben dran hinstellen und sagen, hier sind meine Informationen. Das muss integriert sein. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit einem Laura-Fischer-System arbeiten tagtäglich, dann sind wir hier integriert und die Weisheit ist letzten Endes die Eule hier oben. Einmal draufklicken und schon sehen Sie den nächsten Bereich. Sie sehen ein frisches Cockpit direkt eingestellt nach Ihren Parametern. Sie wollen den letzten Monat sehen, Sie wollen den letzten 2 Monate sehen, taucht auf einen Knopfdruck sofort auf. Tagesaktuelle Daten bietet Ihnen genau die Übersicht, die Sie insgesamt haben wollen, was Sie auf einen Blick in der Apotheke sehen wollen. Das wird aber nicht reichen, weil auch das ist ein vorgefertigter Report. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, die uns die moderne IT bietet, dass Sie die Intelligenz nehmen können,
dass sie die in Tools übernehmen können, an denen sie selber ihre Modelle ausprobieren können, ihre Fakten nehmen und mit eigenen kreativen Ideen das Ganze entsprechend anpassen und entsprechend zu modellieren. Hier haben wir eines der Tools genommen, was wir mit unseren Partnern entwickeln, ein Preismanagement- oder Preisoptimierungstool. Komme ich gleich noch drauf, wie das Ganze Ihnen dann insgesamt hilft. Und natürlich wird Ihnen das alles nicht genügen. Sie werden tolle Ideen haben, wie Sie noch effizienter an Ihre Informationen kommen. Deswegen werden Sie auf der Basis Ihrer Daten jeden Tag neu von allen Apotheken, die Sie in Ihrer Umgebung haben, die Sie zusammen betreuen in Ihrer Kooperation, von all denen werden Sie neue Reports selber per Drag and Drop im Web erstellen können. Das ist nicht schwerer als ein Facebook-Posting zu machen und nicht schwerer als einen intelligenten Kommentar zu einer Like-Anfrage zu stellen. Metis geht aber noch ein ganzes Stück darüber hinaus. Wir haben davon gesprochen, dass es einfach über die klassische Warenwirtschaft hinausgehen muss, dass wir neue Dinge hineinbringen wollen. Und da haben wir uns entschieden, die ganze Geschichte insgesamt zu öffnen. Wir haben erstmal aber auch, sind wir davon ausgegangen, dass das, was wir schon haben, die Daten von Tausenden von Apothekern, dass die mitgenommen werden müssen, dass die einzelnen Kennzahlen, die da drin stehen, jeden einzelnen einen Sinn ergeben, kongruent sind, dass er mit denen was anfangen kann. Was wir darüber hinaus gemacht haben, ist einfach mit komplett neuer Technologie die Möglichkeiten genutzt, die eigentlich nur bei Firmen wie der Telekom oder bei einer großen BASF oder einer Novartis zu finden sind, die es heute in den Management-Informationssystemen der großen Konzerne gibt. Diese Technologie haben wir genommen und haben sie so angepasst und haben sie so entsprechend mitgestaltet, dass das eben auch für einen Apotheker möglich ist. Und der große Unterschied an der Stelle ist, während bei einer SAP für den Einkauf 20 Leute da sitzen und täglich Reports klicken und wenn dann noch der 21. kommt, das auch nicht schlimm ist, sind das bei Ihnen Minuten, die Sie dafür haben. Es muss für Sie einfach sein, es muss mit dem Alltag insbesondere zusammenkommen. Das war die große Herausforderung, die wir hatten. Ganz wichtig, das Ganze muss danach natürlich schnell sein. Und nicht nur komplizierte Reports, sondern man darf auch nicht warten, dass sie hochkommen. Wir haben sehr viel investiert, dass die Sache schnell geht, dass sie funktioniert. Und eben die Möglichkeit, eigene Dinge zu gestalten, die dann genauso schnell sind und genauso aussagefähig. Wir bieten die Möglichkeit, Simulationen zu machen. Sie haben eine Abverkaufshistorie und Sie können sagen, was passiert denn eigentlich, wenn ich meine Preise um 10% erhöhe? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt einen bestimmten Artikel aus dem Sortiment nehme? Welchen Einfluss hat das auf meinen Botendienst? Wie profitabel ist eigentlich meine Heimbelieferung und so weiter? All diese Dinge haben wir mit Plattformen geschaffen, in der Sie das ausdrücken können. Was wir bei diesen ganzen Fragestellungen verstanden haben, ganz schnell, ist, dass diese Gedanken, die ich gerade mal so angerissen habe, ja dann doch relativ komplex sind und man vielleicht mit Partnern zusammenarbeiten muss, die sich damit ganz, ganz tief beschäftigen. Dass vielleicht diese 20 Leute bei SAP zum Einkaufsoptimieren sehr viel Know-how haben, das man entsprechend nutzen kann. Und deswegen haben wir unsere Vernetzungsplattform aufgebaut, haben wir die Plattform so geöffnet, dass Sie als Apotheke arbeiten können wie ein großes Unternehmen, dass Sie professionelle Beratung und Unterstützung mit reinnehmen können und dass es die technische Plattform, wie hier kommuniziert werden kann. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Revolutionäres. Technisch, klassisch, natürlich funktioniert das auf Ihrem iPad, natürlich funktioniert das auf Ihrem Surface 3, auf dem PC. Es ist einfach gemacht für die moderne Webwelt der Tablets und ultimativ auch der Smartphones. Ich möchte mir jetzt zwei Dinge rausgreifen, wo wir jetzt einfach noch einen Schritt weiter gegangen sind über das, was Sie heute sehen können. Der erste Punkt ist, wir haben die geschlossenen Systeme aufgebrochen und haben uns bemüht, neue Dinge entsprechend hineinzubringen und hier an dem Beispiel einfach Werbung, den Erfolg einer Werbung zu messen. Wir können heute sagen, so und so viele Packungen haben wir abverkauft, so und so viele Kunden waren am Tag da. Wir wissen aber nicht, wie viele vor der Offizin gestanden haben. Wie viele haben einen bestimmten Spot gesehen und hat das eine Auswirkung auf dem, was ich am Offizin letzten Endes verkaufe. Und da man natürlich auch hier keine Zeit hat, die Sachen lange einzukleppern und sich lange Gedanken zu machen, haben wir unser eigenes Produkt WinApoTV genommen, eine Apotheken-TV-Lösung, in der man die Spots sehen kann, haben die direkt mit Metis verbunden. Das heißt, so wie Sie die Spots in Ihrer Apotheke schalten, dreimal für Bayer, zweimal für Ratiopharm und dann einmal Informationen für die Mitarbeiter, so geht das direkt in Metis hinein und Sie können am Tag jede Stunde eine andere Kampagne fahren, können dann sehen, wie hat sich das auf meinem Abverkauf entsprechend ausgewirkt. Und das sehen Sie dann zum Beispiel in so einem Report und können genau vergleichen, hat es was gebracht, hat es was mit der Kampagne von vorgestern was gebracht, hat es im Zeitraum letzten Jahr was gebracht. Und Sie können ganz schnell, ganz intelligent entscheiden, klappt das Ganze oder klappt das Ganze nicht.
Denn die Maschine, so clever sie ist, wird nicht wirklich letzten Endes sagen können, ob das in ihrer Apotheke funktioniert. Weil auch das ist eine Besonderheit von der Apotheke gegenüber einem Großunternehmen. Sie haben eine so gute Kenntnis von ihrem Umfeld, ein so gutes Gespür und sind so kreativ, dass die Interpretation der Zahlen durchaus immer noch etwas ist, was sie besser können als jedes Großunternehmen. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist, dass die Entscheidungen, die sie aufgrund von Zahlen treffen, natürlich auch umgesetzt werden müssen. Das ist ganz einfach. Im ersten Schritt muss man wissen, was läuft. Man sieht die Zahlen. Im zweiten Schritt spielt man ein bisschen rum und guckt, okay, was wäre, wenn ich jetzt hier einen Preis erhöhe? Was wäre, wenn ich eine andere Kondition nehme, wenn ich mehr bei diesem, jenen Großhändler bestellen würde? Sie spielen diese Alternativen durch, sie wägen sie ab, sie haben eine Vorhersage, wie sich das auf die verschiedenen Parameter auswirkt. Ja. Und jetzt haben sie eine neue Bestellpolitik, jetzt haben sie einen neuen Satz von Preisen und natürlich wollen sie die nicht eintippen alle. Das ist fehleranfällig, das dauert. Sie können diesen ganzen Zirkel nicht schnell umsetzen. Deswegen war es für uns wichtig, unter vier in der Lage zu sein, dass diese Entscheidungen, die sie haben, dass sie so vereinfacht werden, dass sie direkt in ihr Warenwirtschaftssystem integriert werden können. Und dann gucken sie das Ganze 2 Tage an, 3 Tage. Sie sehen, ob ihre Maßnahme Erfolg hatte, hoffentlich. Und dann starten sie den Zyklus von Neuem, fangen damit wieder an. Und wenn sie gemerkt haben nach 2 Tagen, es ist nicht so toll, dann müssen sie halt noch mal kurz gucken, müssen noch ein bisschen nachjustieren und können so sehr, sehr schnell reagieren. Weil das nicht nur Zahlen sind, sondern es sind Dinge, die die Unternehmen, ihre Apotheke entsprechend justieren und verbessern. Wie kann sowas aussehen? Wir haben das natürlich dann versucht, weil die Idee ist ganz toll und naheliegend ist die Idee einer Preisoptimierung insgesamt. Wir haben aber ganz schnell festgestellt, dass wir als Lauer Fischer gar nicht wirklich wissen, welche von den Artikeln wirklich sich wie verhalten. Wir haben sehr lang und sehr intensiv mit einem der ganz Großen der Branche hier gesprochen, mit Baufeld und Partner, die Sie wahrscheinlich alle kennen, die sehr viel Information und Intelligenz an der Stelle haben und haben jetzt ein Tool entwickelt oder sind dabei, es zu entwickeln, das das Wissen von Baufeld Partner zum Teil mit reinnimmt und Sie ganz einfach in die Lage versetzt, dass Sie Ihre Preisstrategie wählen können. Sie sehen Ihren Umsatz, Sie sehen, was würde in Ihrer Innenstadtlage passieren, wenn Sie preisaggressiv vorgehen, wenn Sie nur preisoptimiert vorgehen. Das gibt Ihnen eine Indikation an. Das heißt, wie beim Auto heute auch, ein hochtechnisches Gebilde, aber das Cockpit ist so vereinfacht, dass Sie nicht mehr Maschinenbau studiert haben müssen, um es zu betreiben. Und viel einfacher ist Preisoptimierung, wenn man sie richtig macht, nicht. Und genau das haben wir gemacht, das so zusammenzufassen und so zusammenzubringen, dass Sie auch wirklich fundiert Entscheidungen treffen können und das nicht eine Lotterie wird. Und dann kommen neue Verkaufspreise raus, die werden in WinApo importiert und schon beim nächsten Klick der Zusatzverkaufshinweis hat den neuen Preis für die Zusatzverkäufe. Und über diese Gedanken sind wir dazu gekommen, dass wir eigentlich hier nicht nur ein einziges Beispiel haben für eine gute Zusammenarbeit, sondern dass wir eigentlich etwas haben, was viel, viel größer ist. Und das ist unser Partnerkonzept, was Metis mindestens genauso viel ausmacht wie die Technik, die unten drunter liegt. Denn Apotheker brauchen Beratung. Und wenn Sie nur den ersten Punkt sehen, die Steuerberater, wird jeder sagen, ja, habe ich seit Jahren. Und die leisten hoffentlich gute Dienste für Sie an der Stelle. Und Sie würden die Steuererklärung nie alleine wirklich sinnvoll hinkriegen. Das ist völlig logisch. Mitarbeitertraining das Gleiche. Ihre Mitarbeiter müssen geschult werden in Kundenfreundlichkeit, viele, viele gute Dinge. Sie arbeiten mit Werbeagenturen zusammen, die Sie beraten über eine Kampagne. Sie machen dann eben auch Price- und Category-Management. Wie läuft das heute ab insgesamt? Es gibt 2 Möglichkeiten. Und wenn Sie am äußeren Ring anfangen, dann gehen Sie zu unseren Partnern, zu einem Buy-Training, zu einem Rechtsanwalt Schmidt und Partner als Steuerberater oder eben Baufeld und Partner, reden mit denen und das Erste, was die Sie fragen, gebt uns mal die Daten, wir wollen uns eure Situation angucken und dann schon der erste halbe Tag Beratung rum. Und das sind Experten, das sind Leute, die sich extrem gut auskennen, die haben selbstverständlich einen hohen Stundensatz, nicht nur, weil sie selber so teuer sind, sondern weil eben insgesamt auch sehr, sehr viel Wissen mit dabei ist. Und was passiert dann? Ja, man hat eine generische Beratung manchmal, wenn man es doch etwas preiswerter hat. Die Verbesserungen selber sind häufig nur schwer messbar. Die Kosten sind ganz, ganz schnell größer, 1.000 Euro. Und da wird noch keiner irgendwie unverschämt reich an der Stelle. Und deswegen ist es völlig logisch, dass Sie solche Beratung natürlich nur ganz, ganz gezielt und ganz punktuell entsprechend einsetzen. Und das ist eigentlich schade.
weil sie könnten sie viel häufiger, täglich ein Stück weit gebrauchen, aber vielleicht nicht immer im direkten Kontakt. Wir haben dabei festgestellt, auf der anderen Seite ist dann eben der einzelne Experte, der Dialog mit einem selber, wie könnte ich das jetzt machen und ist das wirklich so eine gute Idee? Und da entsteht einfach eine riesengroße Lücke. Zwischen dem mache ich selber, ich kaufe mir ein Buch, mache das irgendwie und den 1.000-Euro-Beratung, die ich mir vielleicht hier und da sage, hier sind sie wirklich sinnvoll. Und unser Partnerkonzept schließt genau diese Lücke. Und stellen Sie sich vor, wir haben Samstagabend, 18 Uhr, bei Ihnen im Haus hat die Konkurrenz gerade einen richtig super coolen Flyer abgeliefert und Sie denken, okay, ich muss da jetzt einfach drauf reagieren. Ich muss an meinem Verkauf irgendwas tun. Wenn Sie Metis-Kunde sind, das System nutzen, werden Sie eine ganze Latte von Reports haben, Sie haben Ihr Kampagnen-Cockpit, das kommt automatisch mit und vielleicht ist da an der Stelle dann ein ausgegrauter Bereich, Preisoptimierung. Google AdWords Kampagne oder Trainings Kampagne und Sie klicken da drauf, und wenn Sie sagen, gut, das ist ein Zusatzmodul, kommt von einem Partner von Lauer und Fischer, da wollen wir jetzt dann 10 € oder 20 € im Monat dafür, wir nehmen Ihre Daten, Sie sehen in dem Moment, wie entsprechend sich eine bestimmte Maßnahme auswirken würde auf Ihr Unternehmen und Sie können, ohne dass Sie ein Telefon in die Hand genommen haben, eine E-Mail geschrieben haben, können Sie schon Ihre Apotheke insgesamt optimieren. Typischerweise, wir nennen das Add-ons, die man dazu buchen kann. Das funktioniert auf Web-Technologie, das ist so der Shop für Ihre Weisheit, um im Bild zu bleiben. An der Stelle ist eine Gruppe von kleinen Reports und die einzelnen Zahlen und die Grafiken sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass in diesen Reports, in diesen wenigen Zahlen, das Wissen von Experten steht, die ganz nebenbei bemerkt, auch in der Lage sind, auf einen großen Pool von Daten zuzugreifen, selber die Daten zu analysieren, sich intensiv Gedanken zu machen, was jetzt genau die richtigen Schlüsse sind und was die Zahl ist, an der man entscheidet, ob man etwas macht oder nicht macht. Die Abwicklung, das ist insbesondere für Partner, die sich hier beteiligen wollen, erfolgt recht einfach, geht über die Lauer-Fischer-Rechnung und ist insgesamt sehr einfach abzuwickeln. Und natürlich teilen wir dieses Honorar mit denen, die es verdient haben, nämlich mit den Metis-Autoren. Die kriegen einen guten Prozentsatz dafür, weil wir bieten die Plattform hier, wir bieten die Daten, wir bringen beide Parteien zusammen. Aber die wirkliche Arbeit tun an der Stelle unsere Partner und dafür sollen sie entsprechend auch honoriert werden. Das ganz Interessante an der Geschichte ist, wir sind noch ein paar Tage weg, bevor wir das Ganze wirklich aktiv ausrollen. Wir haben uns entschieden, dass wir unser Konzept mit ein paar Pre-Launch-Partnern testen wollen an der Stelle. Und wir hatten sehr, sehr gute Resonanz. Wir hatten gar keine Probleme, die Partner von dem Konzept zu überzeugen. Und das klingt jetzt erstmal, na ja, gar kein Problem, die können ja Geld verdienen. Aber eigentlich wird dann die Arbeit von Leuten, die sich sehr viele Gedanken machen über verschiedenste Bereiche, wird dann plötzlich für 20 € zum Teil etwas abgespeckt verkauft. Macht das mein Unternehmen kaputt? Mache ich mir selber Konkurrenz an der Stelle? Also die Entscheidungsprozesse bei den Partnern waren gar nicht so einfach, wie sie jetzt klingen. Nichtsdestotrotz freut es mich, dass wir 4 Partner gewinnen konnten, die mit uns die ersten Stunden machen, die uns auch ganz viel Feedback geben und die mit konkreten Produkten ihrer Apotheke helfen können. Das ist hier ein Chart vom Buy-Training. Das ist ein internationales Unternehmen, erfahren im Verkaufstraining, insbesondere für kleine Unternehmen, die ein Produkt entwickelt haben, wie man Apotheken besser führen kann, wie man besser es verkaufen kann durch ein leistungsorientiertes Bonussystem. Und dieses leistungsorientierte Bonussystem ist nur ein kleiner Teil an der Stelle, weil das Verkaufstraining, das Installieren von dem Mindset in der Apotheke, dass wenn ich als Apotheker 1.000 € mehr habe, was meine Mitarbeiter mir erwirtschaftet haben, sollte ich vielleicht einen Teil davon abgeben. Und das entsprechend auszubalancieren, das richtig zu machen, das ist das Wissen, was die Buy-Group sich erarbeitet hat mit weit über 1.000 Teilnehmern. Und sie bringen einfach die Reports, die dahinter stehen müssen, die Erfolgsmessung ihrer eigenen Lösung, wird mit Metis um so viel schöner und einfacher. Schauen wir an, wie das bisher laufen muss. Da ist dieses leistungsorientierte Bonussystem, da werden Sie als Apotheker gefragt, ja, schick mir mal die Abverkaufszahlen für diesen Monat für jeden Mitarbeiter. Da geht eine Excel-Datei hin und her, das wird eingepflegt manuell, dann geht das zweimal hin und her, bis die Daten da sind. Naja, und nach 5 bis 10 Tagen wissen Sie, wie der Monat eigentlich gelaufen ist. Es gibt einen Report für den Apothekenleiter, wo dann alle Mitarbeiter insgesamt drinstehen. Das ist aufwendig, das ist fehleranfällig, das dauert lange. Und eigentlich geht es nur um eine Mitarbeitermessung. Mit Metis geht das Ganze sehr viel einfacher.
nicht nur, dass die Reports jeden Tag zur Verfügung stehen mit den Vortagen, nein, dadurch, dass man die Rechtesteuerung auch so stellen kann, dass ein Mitarbeiter genau seine Daten sieht, können Sie noch einen Zusatznutzen erzeugen, dass eben auch Ihre Mitarbeiter nach 2 Tagen, nach 1 Tag sehen, okay, wie stehe ich eigentlich? Was hat mir mein Einsatz gestern wirklich gebracht? Und da ist es noch frisch, ich habe das Training verinnerlicht, ich habe den Trick ausprobiert und sieht am nächsten Tag direkt, jawohl, hat was gebracht oder ist nicht mein Ding, ich muss einen anderen Stil probieren. Es ist kostengünstiger und es bringt das Verfahren noch mal eins weiter. Weitere Geschichte, Bau für den Partner wurde schon erwähnt, jeder kennt sie wahrscheinlich. Der Trick an den Preisoptimierungen ist ganz einfach. Ich mache den Preis höher, wahrscheinlich habe ich weniger Umsatz an der Stelle. Also es ist eine Frage des Einflusses von Preis mal Menge. Die Krux ist, aus den 4000 Artikeln die zu kennen, die genau in Ihrer Apotheke preissensitiv sind und wo Sie besser nicht hinfassen. Weil in dem Moment, wo Sie einmal einen Preis zu hoch gemacht haben, gelten Sie als teuer und der Schaden ist immens. Und das ist das Wissen, was Baufeld und Partner hier an dieser Stelle einbringt. Und Sie gucken nur auf einen Report, an dem Sie dann entscheiden können, welche Strategien Sie wirklich fahren können, wo Sie dann Ihre spezielle Nuance entsprechend mit eingeben können. Wir werden ganz intensiv dann zusammenarbeiten und am 31.03., am Tag, wo alles live geht, werden wir ein Preismanagement-Tool haben, was von Baufeld und Partner entsprechend unterlegt ist. Und das ist interessanterweise auch ein optimaler Einstieg für die Beratung. Sie nutzen dieses Tool, Sie haben Erfolge und natürlich ist es völlig klar, dass eine individuelle Beratung dann nochmal eine ganze Menge mehr bringt. Vielleicht für Ihr Category-Management und so weiter. Und so ist es ganz wichtig zu wissen, dass es ein Partner, an den ich direkt rantreten kann, der seinerseits dann aber auch wieder schneller anfangen kann, Sie zu beraten und nicht erstmal Sie zu fragen, wie es Ihnen denn eigentlich geht. Weil auch das diese Plattform mit sich bringt. Last but not least, der dritte Partner, und alle Partner sind bei uns mit auf dem Messestand. Das heißt, wir sind eine glückliche Familie und diskutieren das gerne mit Ihnen, nehmen Ihre Anregungen gerne auf, ist Dr. Schmidt und Partner, eine Steuerberatungskanzlei, bundesweit aktiv, mit denen wir schon sehr lange über dieses Konzept reden an der Stelle. Und wo sehr viele Ideen gekommen sind, was gemacht werden könnte. Das wird sehr viel mehr ein Beratungsdialog werden, weniger out of the box. Wie sieht das aus mit Pflegediensten? Wie profitabel sind Heimbelieferungen für Ihre Apotheke wirklich? Wo verdiene ich nichts? Wie kann ich mit Lagertiefe versus Botendienst spielen, um das Ganze zu optimieren? Wird es mir was bringen, die 300 Euro im Monat zusätzliche Kapitalbindung aufzubringen und dafür x Botendienste entsprechend zu sparen? Das sind alles so Dinge, das kommt aus der Steuerberatungspraxis, ist für die völlig normal. Und wenn man das einmal gehört hat, ist es auch völlig logisch, dass es irgendwie was bringt. Aber rechnen Sie sich das mal aus, mit welchen Wahrscheinlichkeiten das mit dieser Lagertiefe dann im nächsten Monat wirklich die Kilometer spart oder gar die Neuanschaffung des zweiten Botendienstfahrzeugs entsprechend verhindert. Das sind alles Dinge, wo Ihr Steuerberater plötzlich, wenn man da zusammenarbeitet auf der gleichen Datenbasis, nicht nur Ihnen die Anregungen geben kann, sondern ganz schnell auch sagen kann, guck, hier ist das Ergebnis. Und das können Sie jeden Monat wieder überprüfen und können sagen, ja, jetzt brauche ich doch das zweite Botendienstfahrzeug, weil meine Kunden einfach das erwarten. Die wollen die schwere Tasche nicht tragen oder die bestellen stärker über die App bei mir, wo ich es ohnehin ausfahren muss oder aus welchen Gründen noch immer. Das heißt, Sie können wiedergehend den Wert dieser Beratung ständig wieder und wieder und wieder nutzen. Und das ist der Bereich, an dem insgesamt diese Partnerlandschaft sehr spannend wird. Und das ist auch der Grund, warum wir als Lauer Fischer ganz stark entschieden haben, wir können niemals die vielen, vielen Partner und Berater und guten Leute im Apothekenmarkt irgendwie absetzen. Wir wollen das auch gar nicht. Wir bieten eine Plattform, wir bieten ein völlig neues Konzept für Partner, wie sie in der Lage sind, mit ihnen zu kooperieren. Und da nicht nur die Partner gewinnen sollen, sollen sie auch gewinnen. Wir haben für die Messe als Teaser, als Anregung und natürlich auch ein bisschen zur Geschäftsgenerierung ein Gewinnspiel initiiert. Und wenn Sie die roten Felder oder diese grauen Felder lesen können und sagen können, was da das Erfolgs- und das Kennwort an der Stelle ist und uns Ihren Namen geben, haben Sie die Chance, ein sehr schönes Tablet zu gewinnen, was man bei uns auch käuflich erwerben kann. Aber gewinnen ist natürlich viel, viel schöner. Und an dieser Stelle würde ich Sie alle einladen, das mitzunehmen. Unser Marketing ist so froh, die Karten gleich hier direkt mitzunehmen. Und falls Sie alle sein sollten, besuchen Sie uns und unsere Partner doch auf unserem Stand. Wir sind gleich in der Halle nebenan. Wir würden uns freuen, mit Ihnen viele Ideen zu diskutieren, Ihnen unser Produkt, das wir so stolz sind,
entsprechend vorzuführen und dann mit ihnen auch noch ganz, ganz viele andere Gespräche zu führen. Und natürlich gilt das auch für die Partner, die auch hier im Raum mitsitzen, die Kollegen, die mit am Stand sind. Und damit bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich Sie ein klein wenig begeistern konnte. Ich zumindest bin sehr begeistert und freue mich, dass wir hier so eine schöne neue Möglichkeit insgesamt geschaffen haben. Vielen Dank.